Hallo, willkommen. Wir spielen eine Runde Mario Kart. Hallo. Und ich habe letztens ein Video reingeschaut von Wolle und Ricky auf Rickys Kanal. Sie spielen Sonic Adventure. Das ist natürlich, muss man natürlich reinschauen. Und ich dachte mir, ja, da kriegt ja eine Aussage getätigt. Da dachte ich mir, ah, nee. Oha. Da dachte ich mir, ich will ihn auch mal wieder mit aufnehmen. Und zwar, wisst ihr, was Ricky gesagt hat? Jetzt bin ich sehr gespannt, was du so getriggert hast. Pass auf, Bollo, wirst du verstehen. Es ging nämlich um die Sache, als du meintest, oh, also Stream, habe ich gar keine Lust mehr, weil ich habe immer das Gefühl, dass niemand da ist und der demotiviert mich und so. Da dachte ich mir, ja, das ist das Schlimmste, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich jetzt aber ganz schroff abgetan und hat dann gesagt, also ich kann ja alles streamen. Bei mir schauen es Leute trotzdem, mir ist das egal. Nee, so war das nicht gemeint. Das würde ich auch sagen, dass Ricky das nicht so gemeint hat. Ja, er hat es aber gesagt. Er hat es auf jeden Fall. Ricky hat es deutlich leichter beim Stream, weil der streamt immer nur Sachen, wo der mit anderen Menschen dabei ist. Ne? Und ich würde sagen, dass man, wenn man da tatsächlich alleine sitzt, ist schon ein bisschen anders. Kannst du mir doch nicht erzählen. Vor allem täglich und immer. Das ist das Allerschlimmste. Das ist ein großer Grund, wo ich mir dann dachte, ja, ich sollte vielleicht gleichzeitig auf Twitch und YouTube streamen, weil. Ich meine, bei den meisten Spielen ist es einfach, es schreibt irgendwie nur jemand alle 5 oder 10 Minuten dann was, wenn es wirklich langweiliges Spiel ist. Das ist das Schlimmste. Oh. Ja, genau. Denkst du dir, aber was war ich hier? Tatsächlich musste ich feststellen, das habe ich nämlich auch versucht dann. Und beim ersten Stream war es auch noch ganz geil. Da war bei YouTube so richtig was los, alle haben geschrieben, geil. Ja, und dann am zweiten Stream war das wieder komplett gegessen. Da hatten sich alle dran gewöhnt, dass das gibt und sich wieder gedacht, ach komm, weißt du, was, lass den ja mal labern. Ich sag dazu nichts. Mir doch egal, was der da macht. Ja, YouTube schreiben die Leute auf jeden Fall weniger, aber. Ja, bei mir hat's funktioniert, aber mein YouTube-Kanal ist auch gut schon größer als Twitch, also. Ich hab halt YouTube auch probiert. Das wird nicht überraschend sein. Aber kein Schwanz interessiert auf YouTube GTA RP irgendwie, und deswegen guck ich. Mach ich nur, wenn ich Events mache oder so. Zum Beispiel morgen bin ich bei diesem Gaming-Event dabei wieder. Mit Hide and Seek-Dingen und so, das mache ich dann. Aber sowas wie normales Streams mache ich gar nicht. Das lohnt sich für mich da nicht auf YouTube. Da ist eine ganz andere Masse da irgendwie. Ja, ich habe auch noch nie GTA-RP gesehen, also. Ja, siehst du? Nicht mal du würdest reingucken, du liebst meine YouTube-Streams. Ja. Ja. Bin ich sonst immer da. Ja, siehst du? Ja, aber. Okay. Nee. Es war ja nicht so gemeint, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt schwerer oder so. Oder ich hab's leichter, sondern ich finde einfach nur, ich hab ein bisschen mehr. Weil Wollus ja zum Beispiel so, er macht nur Nintendo. So, und ich habe aber ein bisschen dieses, ich mach mal Crap. Ich kann mal Nintendo machen, aber dann halt mit anderen. So, ich habe halt so ein bisschen, ich habe es leichter mit dem Chat umzugehen, weil der Chat nicht unbedingt für den Content wichtig ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja bei Wolle zum Beispiel ganz was anderes. Ja, ich will einfach nur sagen, er hat seine Seele ausgeleert, dir das anvertraut. Hast du gesagt, ja, also, wie habt ihr das denn nicht? So war das überhaupt nicht gemeint. Naja, Forza ist runtergeladen, ne? So war das. Nein, sag überhaupt mal, nicht. Ne? So überhaupt nicht. Ich hatte gerade schon richtig Schiss. So, ja, das ist, morgen was gesehen und musste deswegen mit uns was aufnehmen. Ich dachte mir, oh nein, was habe ich gesagt? Scheiße. Irgendwas richtig Schlimmes. Das ist ja nicht so schlimm. Na, das habe ich nicht gesagt. Ich fand es aber hauptsächlich, das ist doch lustig, wie die guten alten Zeiten. Das stimmt, das ist wirklich schön. Ich freue mich auch. Also wirklich. Wir waren beide sehr glücklich, dass das hier wieder gekommen ist. So, immer nett. Ja, das stimmt. Wir sind immer nette Leute. Außer wenn es um inaktive Chats geht. Da ist einer von euch beiden gar nicht so nett. Nee, das stimmt. Ne, Wollo? Ey. Na gut, mein Gott, ne? Es belastet mich halt. Entschuldigung. Ich mein Ricky. Hä, wieso ich denn jetzt? Was ja, weil du das jetzt? Problem, weil es dir egal war. Das ist nicht egal. Ich wollte es egal war es ihm nicht. Doch, das war ihm ich schon finde egal. Auch, also ich hab das gar nicht so wahrgenommen, Ricky. Du merkst du warst gar nicht ganz toller Freund in dem. Du merkst einfach gar nicht mehr, was für ein Arschloch ich eigentlich bin. Wahrscheinlich, weil du immer noch von den Leuten, die ich kenne, der Netteste bist. Das ist traurig. Wenn ich der Netteste bin, dann holy fuck, Alter. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ricky ist nett. Er ist immer hilfsbereit, wenn man eine Frage das hat oder so. Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, das doch, hatte ich glaube schon mal. Ich war sogar bei Wolle zu besuchen und hab da geholfen. Das war auch krass. Das war krass. Hast du ein paar Mal erzählt, ja. Ah, war ja. Schon. Aha. Wusstet ihr, dass ich auf der Gaming Clerks Party war? Oh mein Gott, ja, die legendäre Gaming Clerks Party damals. Und wie dann inzwischen noch im Gaming Clerks Netzwerk, Ricky, hast du gekündigt? Ja, natürlich.
Ja, das habe ich dir sogar geschrieben. Ja, da würde ich natürlich auch. Das hat auch. Aber jetzt mittlerweile sieht man ja, ne, das ist wieder. Jetzt bin ich auf dem Boden angekommen und denke mir, ja, jetzt geht's los, Alter. Der heiße Scheiß. Sonic Adventure durchspielen. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Das ist der Conan. Mogi, da habe ich eine Frage an dich. Wie kann es eigentlich sein, dass Sonic Adventure laut Regimania dein Lieblingsspiel ist? Also Lieblingsspiel würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ist vielleicht übertrieben, ne? Ist mein liebstes Sonic-Spiel. Warum? Okay. Keine Ahnung. Ist in einer Welt, in der es Sonic Adventure 2 gibt? Nee, Sonic Adventure 2 ist richtige Scheiße. Das sagst du, 2, während du 1 am besten findest, Ricky. Oh mein Gott. Die ganzen Knuckles und Rouge-Level sind komplette Scheiße. Die Tails Eggman Stages sind auch komplette Scheiße. Ja, so die sind scheiße. Die dummen Level, die einfach 10 Minuten gehen in Sonic Adventure 2, die hast du hier in Teil 1 nicht. Das ist alles kurz. Bist schnell durch. Cutscene skippen. Und 3 Stunden hast du es durchgespielt. Weiß ich nicht. Ich meine, es hat natürlich einen gewissen. So. Natürlich ist es schlecht. Es hat einen gewissen Charme, einen gewissen Trash-Faktor. Das gehört ja mit dazu. Ja, vielleicht muss man es mal selber gespielt haben. Also so vom reinen Zugucken kann ich nur sagen, es ist wirklich unerträglich. Ja, das sehe ich auch. Das schlimmste Spiel der Welt. Es schläfert mich richtig ein jedes Mal. Ich kann dich nochmal austauschen mit Morgi, gar kein Problem. Wir haben schon mal eine Sonic Adventure-Videoreihe gemacht. Ich weiß, deswegen sage ich kann ihn nochmal austauschen. Und die ging auch mit mir los. Und ich kann es nicht ertragen. Oh, wirklich? Ja, der erste Part ist... Erste Part ist genau, wie du sagst, Ricky, wie findest du es eigentlich? Die Ironie, das war gerade, als wir die Experten umgestellt haben, die Ironie, für Monate wird gesagt, weil das lief ab und zu mal hier im VOD, für Monate wird gesagt, dass du ersetzt werden sollst. Und jetzt wird Wollo ersetzt. Bei dir. Geil. So ging's los damals. Ja, bei den guten alten Ersetzungszeiten. Ja, endlich ersetzt werden. Nee, da kann ich nicht mehr hören. Das brauchen wir jetzt auch gar nicht wieder hier irgendwie thematisieren. Da fangen die Leute wieder mit an, nicht... Fangen Sie damit an? Wer erinnert sich überhaupt noch daran? Ey. Das ist so lange her. Das wollte ich dich auch schon immer mal fragen, ob es bei dir halt auch ständig passiert. Nee, sehr selten. Sehr selten wird es angemerkt. Also, keine Ahnung, vor 4 Jahren oder so noch hin und wieder mal eine Goethe-Expertenrunde weiter. So, aber eigentlich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, erst gestern. Die Zeit sind vorbei. Lange. Ich glaube, ich habe gestern erst einen Kommentar gekriegt, wann es wieder Experten weitergeht auf YouTube oder so. Dann geht's weiter, Ricky. So. Ja, weiß ich noch nicht. Gar nicht. Das Nervige daran ist ja immer, dann geht's immer, ja, nee, und dann kommt, ja, okay, warum habt ihr euch gestritten? Was passiert? Ja, das ist das Beste. So, diese Conspiracy Theories, wo wir uns irgendwie, keine Ahnung, der eine hat das gemacht und dann das und dann plötzlich haben wir uns alle gestritten, bis auf den Tod hassen wir uns und so. Wir haben Sorgerechtsstreit um Maeve oder so, weißt du, das ist irgendwie krass. Ja. Wo ich sagen muss, dass du gewonnen morgen. Bei euch kommen die Fragen öfter, oder was? Ich hatte gestern erst einen Kommentar dazu gekriegt. Also das ist ab und zu mal, aber selten. Also es ist tatsächlich eher so, aber ich glaube, das ist aber auch, weil wir die Konstellationen ja auch teilweise sind. So noch so 2 von 3. Deshalb, dass ich das manchmal vielleicht sogar öfters kommt. So, weißt du? Also es kommt nicht nur manchmal öfter, wenn es bei euch generell vorkommt. ja gut, dann kommt es öfter bei uns. Aber komm, also wirklich, so, das ist keine Sache für mich. Aber so Ersatzbank doch bestimmt, oder? Jetzt, wo die ein paar Tage nicht da war? Achso, ja, die kommt ja auch wieder. Ja gut, die kommt ja wieder, aber das kommt bestimmt auch safe auf Fragen, oder nicht? Ja, klar, weil es ja auch aktueller Sinn. So, ja, wir machen noch Quiz-Videos, wo im Hintergrund die ganze Zeit Ersatzbank steht. Ja gut, das stimmt. Okay, das kann ich verstehen. Ich frage mich vielmehr, wann endlich One-on-One weitergeht. Geht das weiter? Niemand fragt nach One-on-One, das ist eine eiskalte leider. Lüge. Eigentlich leider, muss ich sagen. Das war eigentlich geil. Das ist gut. Ja, nach solchen Sachen fragt niemand. Die Leute fragen immer noch komische Sachen. Da erinnern sich die Leute auch, glaube ich, gar nicht mehr dran. Ich glaube, das kennen die Leute wirklich nicht mehr. Nee, Leute erinnern sich. Die meisten sind ja lang dabei. Zeit, als wir neue Zuschauer gewinnen konnten, die sind ja lang vorbei. Ey, aber richtig lang. Das ist auch belastend, finde ich. Endlich wieder Wie kriegt man neue Zuschauer? Das möchte ich gerne mal hören. Wie geht das? Kann mir das einer erklären? Ich weiß ja, ich kann dir sagen, immer wenn ein Video von mir, wenn ich sehe, dass das neue Leute sehen, dann merkt man direkt dann kommen die ganzen Beleidigungen. Da wird nach einem kleinen Fehler gesucht. Notfalls soll ich mir die Nase putzen. Da merkt man, dass die Leute sehr wehleidig sind.
Denke ich mir immer, ah, schön, schön. Macht Spaß. Ist wieder eine Trends, ne? Nice. Ist neu, hallo. Alter, was wollte ich gerade sagen? Wollen wir das wieder Bock, dich wieder in den TS zu setzen und 8 Stunden ein Video hochzuladen? In den TS-Chat? Ihr habt das aber auch damals kompliziert oder gemacht, oder die Festplatten hin und her schicken per Post. Ah, das waren gute Zeiten. Da war das alles noch anders. Da war es entspannter. Das war schön. Ich wünsche es mir zurück. Ja, aber da wollen wir spaßige Zeiten. Definitiv. Na gut, man musste mal üben und so. Man hat da nicht geübt. Also ich meine, so ein One-on-One könnte man ja theoretisch mal machen. Irgendwie mal wieder. Das braucht man ja keinen Kanal für. Das kann man ja irgendwo hochladen. Natürlich nicht, aber das ist halt auch... Egal. Rigi, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich glaube, die Zeit, in denen ich irgendwie... Ja, mit irgendeinem von euch mit dem Spiel wirklich so weit übereinstimmen würde, dass man das machen könnte. Für mich sind die, glaube ich, vorbei. Boah, ich bin ganz schön scheiße in allen Spielen. Also, Ricky war doch ein Naturtalent in Dark Souls, oder wie war das? Ja, bestimmt erst einen Boss gemacht. Ich hab alle weggeparried. Das war das Einzige, ich konnte parried. Ja, hatte doch gute Chancen. Oh, ich sehe immer Videos und Streams und sowas in Fortschritt. Ich glaube, es gab auch so ein Rocket Beans Turnier oder sowas, das dann Dark Souls No Death und dann, oh, haben wir ewig geübt. Und ich denke mir so, das ist so einfach. Du hast alle durch, ne? Ich habe mal für eine Zeit lang die No-Hit-Runs gemacht, ohne getroffen zu werden. Das heißt, wenn dann irgendwas sehen mit, ohne zu sterben, uiuiuiui. Also ja, das ist ja schwer. Ich will gar nicht vorstellen, sowas. Ich denke, für Casuals bestimmt. Du bist ja auch jetzt schon Dark auf jeden Souls Fall. Faszinationstyp. Mir fiel gerade kein Wort dafür ein. Enthusiast. Dankeschön, das Wort habe ich gesucht. Ich bin auch lange übersättigt davon irgendwie. Ja, das fühle ich. Wenn ich so überlegen müsste, ich müsste jetzt auch selbst so Spiele wie, habe ich ja letztens auch erst gespielt, Sonic Adventure 2 oder so Spiele, die ich halt auch gut kann und auch mag und so. Ja, man denkt sich aber auch so, jetzt kein Bock mehr. Das habe ich aber ganz oft und bin ich auch ganz froh, dass ich da Abwechslung habe in den anderen Bereichen so ein bisschen aktuell. Und jetzt habe ich wieder aktuell richtig Lust an halt auch Nintendo-Spielen und so. Deshalb ich natürlich versuche auch an Events teilzunehmen und so alles drum und dran. Und auch ganz cool sind bisher. Nintendo-Spiele, die habe ich lang verloren. Aber es ist auch sehr lange her, seit irgendeins rauskommt, das mich wirklich interessiert hat. Aber hier, Permao 2 wirst du doch holen, oder nicht? Ich werde es mir holen aus Prinzip, aber es ist halt nichts Neues, Ricky. Weißt du, wie auf die. Ich habe es nicht so oft gespielt, aber ich kenne doch alles. Sieht doch ein bisschen hübscher aus, ja. Sehr nett, aber. Geil. Ja, verstehe ich auch nicht ganz, wenn man sich dann darauf groß. Ja, die Freunde bei meinem Remix. Heute haben mich so oft gefragt: Paper Mario 2, freust du dich? Also, ich meine, ich schätze ja, aber. Was soll ich machen? Ist ja ganz toll, ich kenne das ja schon. Das ist wie mit Metroid Prime, als das Remastered dann rauskommt. Da dachte ich mir, schön, da warte ich jetzt seit 6 Jahren auf Metroid Prime 3 und dann kriege ich nochmal das Spiel, das ich sowieso schon 20 Mal gespielt habe. Das ist ja super. Warte, ich mache nochmal eine Runde direkt auf. Da freue ich mich ja. Ja, ich verstehe das irgendwo, aber auf andere Weise weiß ich nicht. Ja, finde ich schwierig. Nee, ich kann das komplett nachvollziehen. Es ist auch dieses Ding, Leute labern ja immer so, das Beste, was passieren könnte, wäre Twilight Princess und Wind Waker. Port, ne? Wir reden ja hier auch nur von einem Port. Da sagen die Leute, das wird mir das ganze Jahr retten. Das sehe ich auch so oft, Leute. Der fünfte Release von Wind Waker rettet dir das Jahr. Wirklich, dann spiel's doch. Es ist doch da. Es ist doch in allen möglichen Varianten ist es doch da. Tu es doch einfach. Ja, aber dann müsstest du ja aber auch Dingens machen. Dann müsstest du ja dieses Wii U anschließen und so. Und jetzt hätte ich das einfach auf der Switch, wäre geil. Also meine Wii U steht hier direkt, ne? Ich muss nur den Stecker reintun. Schon, zack, Wind Waker, ab geht er, Peter. Ja, bei mir auch. Boah. Ja, so sollte es auch den sein. Richtig. Schließt eure alten Konsolen an und spielt die Spiele. Ja. Nervt nicht. Einen geilen Slot, wo theoretisch irgendwas Schönes hätte kommen können. Mario Kart 9 kommt stattdessen Twilight Princess. Das will ich nicht. Es ist ja nicht wirklich ein Slot, der vernommen wird oder so. Das ist ja vor allem, gerade Zelda ist jetzt sowieso erstmal wieder dead für ein paar Jahre. Oder nicht? Zelda ist dead für immer. Also, ich würde ja sagen, Zelda war tot, als der Nintendo 64 zu Ende ging. Alter. War nicht Wind Waker dein Lieblings-Zelda? Das war mein. Ocarina of Time war. Nee.
Wochen immerhin. Nee, komm, die. Also, Bolo, pass mal auf. Verrückten. Nee. Das ist immer so eine Sache, weil ich sehe auch immer sehr viele von den Zelda-Fans vom Alter. Ich denke mir immer, ja, weil die Teile irgendwie, was nach dem Nintendo 64 kam und auch den 2D-Teil zu der Zeit, das war doch auch alles irgendwie nicht mehr so das Wahre. Das kannst du mir doch nicht sagen, dass Twilight Princess irgendwie mit Ocarina of Time oder Link's Awakening vergleichbar ist oder so. Geil. Skyward Sword war mega geil. Ich fand die mega geil. Oh, nee, Skyward Sword fand ich auch übertrieben, das mega geil. Oh, aber Wind Waker war schon geil. Nee, Wind Waker, nee, komm. Da ist nicht. Voll Stress. Gut, war auch mein erstes wirkliches Zelda, ne? Das ist immer der Grund. Ich meine, ich mag Wind Waker auch und sowas, aber ich sehe schon, dass ich der Oberhammer ist. Und ich hasse Ocarina of Time und Mae, nicht Mae, ich sehe gerade Mae oben, weil er da oben gerade reingejoint ist, weil gerade Mark 8 startet. Hier, Majora's Mask hasse ich. Die beiden, das sehe ich auf jeden Fall, dass du es hast. Ja, ich kann es nicht leiden. Weil die einfach so, das ist wie Banjo-Kazooie, die leben nur von Nostalgie. Ich habe Banjo-Kazooie zum ersten Mal gespielt, als ich 19 war. Ja, und fandest es trotzdem scheiße. Gut. Nein. Was? Fandest es gut? Ja, klar. Ja gut, aber als du 19 mit 19 ist man ja eigentlich auch noch ein... Erstmal das und zweitens mit 19 warst du ja auch noch... Wie alt bist du jetzt? Ich bin 30. Ja, sie... Oh, sehr jung. Ja, okay, 30 ist okay. Hast du schon gefegt? Nee, das haben wir sowieso schon mal durchgegangen, das mache ich nicht. Ah ja, stimmt. Ich krieg nicht mal meine Wohnung gegeben. Wollo auch nicht, alles gut. Und ich musste auch nicht fegen. Ganz nee, das richtig. Stimmt. Also von daher. Alles nicht gemacht. Wollo ist ja noch ein Stück älter. Wollo ja, geht ja auf die 40 zu aktuell. Halt's Maul. Aber ja. Ja. Ich freue mich, wenn ich 40 werde, ne? Sag ich mal so. Also von daher. Ach Quatsch. Positiv denken, ne? Red nicht so. Aber die ganzen DLC-Schränke sind doch alle kacke, außer Waluigi Flipper und so, ne? Das ist so traurig. Ja, die waren halt schon... Generell. Ja, es sind halt Strecken aus dem Mobile-Spiel. Ja, das stimmt schon. Das merkst du echt doll. Also wirklich doll. Hast du das mal gespielt? Nee. Ich hab das mal probiert, aber irgendwie hat mir das diese Tilt-Steuerung und so. Ja, es sah halt schon echt nicht spaßig aus. Ich hab so ein RC-Ding von Mark. Das hast du? Ja, so ein Ding, das war ganz Aber witzig. Du hast so ein Billig-Ding wahrscheinlich, aber nicht dieses richtige Spiel, oder? Da doch, dieses mit wo Mario drauf ist und wo du so durchfahren kannst und so. Das war ganz cool. Hast du es mal verwendet? Nö. Ich habe nie irgendwie ein Video dazu gesehen, wie du damit... Weißt du, Ricky Mania ist der Kanal der Roomtouren und der hätte mit diesem Mario Kart nochmal eine Roomtour aus Marios Perspektive machen können. Oh, das wäre und cool tut gewesen. Es nicht. Warum hast du das, wenn du es nie... Hast du es nie gestartet, was? Nö, das wurde mir geschenkt und dann habe ich halt dieses Kart ausgepackt, habe das so oben, habe es ins Regal reingestellt und habe vergessen. Und beim Umzug ist glaube ich irgendwie Family verloren gegangen oder so. Keine Ahnung. Ja, er hat sich gefreut über das Geschenk. Ja, das war auch schön. Aber es war so. Aber ich weiß nicht, also meine damalige Schwiegereltern, die kennt Bolo ja auch mittlerweile, die haben mir halt immer so viele Sachen geschenkt, die wirklich cool waren, aber wo ich auch nie wusste, so, die sahen immer gut aus, so. Weißt du, da hab ich gedacht, oh, ist eigentlich zu schade, jetzt damit zu spielen und so, steh ich in den Schrank rein und so, weil voll coole Sachen bei. Das wäre doch so ein Geschenk, das Stream oder Video gewesen. Ja, da habe ich im Moment nicht drüber nachgedacht. War kein GTA, also in den Schrank. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich, also das, ich weiß ja ungefähr, wann das rauskam, und das war ja Rikis absolute GTA-Phase, ne? Ja. Deswegen, wäre ja gar nichts anderes im Kopf. Nee, das stimmt, das war schon wirklich. Das war's. Und jetzt würde ich so auch sagen, wenn ich es noch hätte, würde ich sagen, boah, geil. Ja, kannst du ja kaufen, ne? Gibt's ja auch. Amazon, was kostet das? Okay. Weiß ich nicht, 100 noch was? 15 Euro kriegst du bestimmt eine Batterie für die Fernbedienung. Nee, ich muss die ganze Fernbedienung haben. Das war so teuer, dass ich mir damals gedacht habe, ne. Das glaube ich mir nicht. Es kann auch sein, dass ich die sogar vielleicht da gelassen habe. Beim Umzug. Ich weiß es nicht mehr so genau. Schlimmste ist, dass Johnny sich immer die Mario-Lego-Sets holt. Also diese ganze so die zum Spielen, ne? Ich glaube, ich spiele. Johnny setzt sich da dann abends hin, dann legt er sich so davor, strampelt ein bisschen mit den Beinen, während er mit seinen Mario-Mannequins da spielt im Bowser-Schloss.
Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und Tammy hilft ihm dabei. Tammy spielt den Bowser und er spielt den Mario. Aber er baut die dann ja auch im Stream zusammen. Das ist ja Content. Ja, das stimmt. Es gibt nichts Langweiliges als Lego-Bowser-Streams. Ich habe das ein, zwei Mal versucht und jetzt mal dachte ich, es ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Es gibt nichts zu erzählen. Ich bin nur damit, ich sitze nur da und denke mir, wo ist das Teil? Und dann vergesse ich irgendwas und sagen alle, oh, haha. Es fällt dann 20 Minuten später auf und dann sagen wieder alle, oh ja. Wie es aussieht, war wohl das Lego-Set ab 8 Jahren zu kompliziert für den Streamer. Naja, das Ding ist auch, die Lichtverhältnisse sind dann meist auch irgendwie scheiße. Und man konzentriert sich auf 8 andere Dinge gleichzeitig. Das ist gar nicht so einfach. Unfair von den Leuten wieder. Ich bin auch so nicht filigran genug für sowas. Ich kann das nicht. Absolut nicht. Ich hasse auch sowas. Auch Puzzeln und so. Also, das kann ich gar nicht. Na, Puzzeln ist ganz nett. Und bringt dann ja eins zu Ende. Ja, das stimmt wohl. Also, ich hatte, glaube ich, das letzte Puzzle, was ich wirklich gemacht hatte. Boah. Ich glaube, ich noch Kind. Also, vor 2 Jahren oder was? Hey. Bin auch schon als Kind habe ich sehr gerne gepuzzelt, aber Ricky, du hattest ja früher sogar Puzzle an der Wand hängen, ne? Deswegen. Es war nicht meine. Nicht, ne? Es war nicht meine. Aber du warst auf dem Puzzle drauf, das an der Wand hing. Das war süß. Kannst du sagen, was du willst. Das war süß. Kannst du mich mal. Ja. Ich kann auch ein Puzzle von uns beiden machen, wenn du willst. Was? Kannst du dir an der Wand hängen? Das wäre so witzig, ne? Wenn du ein Puzzle von uns beiden im Stream zusammenpuzzelst und dann an der Wand hängst, dass das Geld hinter dir hängt, würde ich überfeiern, ne? Okay, ich überlege mal. Aber würde ich auch immer wieder für auslachen, das ist klar, ne? Morgi wirst du bestimmt auch ein Puzzle aufhängen. Nee. Warum würde man ein Puzzle aufhängen? Das brauchst du sauber nicht, jetzt sag ich mal Spaß, dann legst du wieder den Karton zurück. Ist. Ich meine, wenn du es fertig gepuzzelt hast, wo willst du denn sonst hin damit? Dann machst du wieder auseinander und packst den Karton rein. Ja, echt. Richtig. Also es geht nur ums Zusammenbauen. Ich habe noch nie einen Puzzle an der Wand gehabt. Nee, das habe ich halt auch noch nie gesehen bei irgendjemandem außer Ricky. So. Oh mein Gott, du kennst die falschen Leute. Also, ich war ja schon bei verschiedenen Streamern zu Hause und es ist schon auffällig, wie viele Streamer tatsächlich aufgehangene Puzzles haben. Was mich aber auch sehr, sehr bestätigt in meinem Bild über Streamer und in meinem Bild über Menschen, die sowas aufhängen. Also wirklich, das passt schon. Man kann sich auch ein bisschen so seine Meinung. Ja. Aber das ist nicht. Weiß ich nicht. Also finde ich jetzt auch übertrieben. So, keine Ahnung, mal so ein schönes. Ja, weil, na klar, wenn man Betroffener ist, sieht man das immer ein bisschen anders, ne? Jetzt habe ich auch keine hängen. Jetzt habe ich auch keine mehr hängen. Aber so, es hat mich jetzt nicht gestört. Es waren ja auch schöne Motive so da drauf und so, weißt du? War cool. Ja, ich selbst auf dem Puzzle sieht sich schon als ein schönes. Ich sehe mich schon als gutes Motiv an. Das ist schon ganz schön hübsch. Mann. Guck mal da, wie schön. Ja. Dachte ich mir auch. Geiler Typ, Alter. Na, guck ich in den Spiegel. Denk mir, oh nee, lieber nicht. Freut ihr euch eigentlich schon auf die neue Parksaison? Geht ihr in den Park irgendwie rein, Matthias? Ja. Bock? Heide Park treffen? Was glaubst du, Ricky? Ich glaube, du eher als Wollo. Nee, Kollege. Also Bock hätte ich ohne Ende. Aber ist ja nicht machbar. Ich kann nirgendwo reingehen und so. Also, da kannst du die Taschen halten. Nee, wäre auch nicht so gut. Nee. Aber ich würde eigentlich sau gerne. Ich hätte richtig Bock. Wann wartet ihr zuletzt mal im so ein Freizeitpark oder so? Ich war im Legoland vor 3 Jahren oder so. Das ist lang her, ne? Das habe ich mitgekriegt in jeder Weise. Das ist lange her an dem Punkt. Da waren noch die ganzen Massenpflicht und sowas. Her, stimmt, auch immer lange her. Wenn man drüber nachdenkt, so einfach vor 3 Jahren haben wir alle Maske getragen und so und kein Friseur offen und sowas. Gut, ist für Morgi ist nicht so schlimm, aber für den Rest. Für mich auch nicht. Also dann mit dem Friseur war mir so egal, kann sich gar nicht vorstellen. Der wird einfach einmal drüber rasiert, fertig, ne? Easy. Ja. Und das letzte Mal in einem Park, ey, da war ich. Also unter 25. Boah! Ja. Ich möchte anmerken, dass das Legoland, wie sich herausgestellt hat, hauptsächlich für Kinder, zumindest das in Deutschland, und zwar echt scheiße. Das hätte ich dir auch, glaube ich, so sagen. Ja, hat aber niemand gesagt. Aber deswegen dachte ich auch, du wärst so ein krasser Lego-Fan.
Nee. Aber bist du wahrscheinlich auch, oder? Nee, war es gar nicht. Wieso habe ich dich denn so abgespeichert als Lego-Fan? Hast du nicht ich habe kein Lego da. So eine Lego-Technik-Phase gehabt? Wer war das denn sonst? Nee, Bionicles. Ich hab ein Video über Bionicle gemacht. Bionicles und so, richtig. Oh mein Gott. Ja. Das ist halt schon Bionicles, es ist für mich sowas für die. Ja, für die ganz Kleinen. Aber das war halt nach meiner Zeit, wo ich gerade so alt war. Da war ich 7 Jahre alt, als das rauskam. Kinder, ja, dann. Und als ich 9 oder 10 war, habe ich auch aufgehört damit. Okay. Ja, das war aber auch. Das cool. Klingt doch gut. Ja, ich habe die Werbung immer cool gesehen. Ja, war schon. Also, das ist nicht das, was ich unter Lego verstehe, tatsächlich. Also, ich habe mal ein Video gemacht über N- und B-Blöcke, mit denen sind wir natürlich alle aus Super Mario Land 2 vertraut. Die kenne ich. Die Nintendo-Lego-Zeug. Und da habe ich dann auch angemerkt, dass ich die nicht auseinandergekriegt habe. Da habe ich mir dann auf Amazon so einen Teiletrenner für 3 Euro bestellt. Und da war auch einer in den Kommentaren, der meinte, oh, es gibt also doch Leute, die kaufen. Dabei liegen die doch bei jedem Lego-Set ab 300 Teilen bei. Ja, Mensch. Wenn es also... Schwer zu glauben, dass es jemand geben könnte, der keine solche Lego-Sets da hat. Verrückt. Also ich habe kein einziges Lego-Set da. Auch die Nintendo-Lego-Sets sind an mir vorbeigegangen. Es gab ja sogar Sonic-Lego-Sets, ne? Ich habe... Boah. Das fand ich richtig wild, als ich das gehört habe. Also hinter mir habe ich ein Riesenrad stehen aus Lego, was sich dreht. Und halt den N64, nicht N64, den Super Nintendo-Lego. Oh mein Gott. Aber habe ich auch nicht selber zusammengebaut, weil ich habe da auch keinen Bock. Ich stelle es mir gerne hin. Was? Also das wäre das Einzige. Das ist der spaßige Teil. Ich wollte gerade sagen, ganz genau, das ist das Einzige, wo ich mir denken würde, ja okay, dafür hätte ich schon ganz gerne Lego, um das so zusammenzubauen. Das kann ja schon spaßige 1-2 Abende sein. Aber danach denke ich mir halt auch so, dann steht das da so rum. Ich finde auch, das sieht irgendwie nicht so richtig... Also so Lego sieht auch nicht so wirklich gut aus, meiner Meinung nach. Weiß ich nicht. Ich meine, das kann, aber... Ich finde das nicht so krass dekorativ wie irgendwas, was auch wirklich als Lego gedacht ist. So, keine Ahnung, weil das ist ja am Ende dann doch Kinderspielzeug. Nee. Wobei, das darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen. Das ist ja eine sehr kontroverse Meinung, dass Lego was für Kinder ist, ne? Weil es gibt diese großen Sets, wo sich dann aber, die sind natürlich, wer weiß, dass es nicht für Kinder ist, aber die hassen alle Leute, weil sie so teuer sind. Ist nicht Lego Duplo nur für Kinder? Das ist für Kleinkinder. So. Also mit anderen Worten kann man sagen, Lego ist was für Kinder und für Menschen mit zu viel Geld. Wie Nintendo-Spiele, halt irgendwie loswerden wollen. Nintendo, das ist ein guter Vergleich. Ja gut, jedes Nintendo-Spiel ist einfach auch reine Geldverschwendung, also stimmt für irgendwo, ne? Ah, ja, es gab schon gute Nintendo-Spiele in letzter Zeit. Ja, schon. Auch mit anderen Nintendo-Spielen, auf die ich mich freue, einfach Remakes waren. Mario Party habe ich voll geil gefunden, das neue. Also ich habe letztes Jahr ein paar gute Spiele gespielt. Was hast du gespielt so? Also ich habe Alan Wake 2 gespielt. Ich habe Baldur's Gate 3 gespielt, da bin ich immer noch dabei. Nintendo. Und ich habe Armored Core gespielt. Oh, Resident Evil 4 Remake mochte ich nicht so sehr. Dead Space Remake war ganz nett. Ich habe Zelda und Metroid gespielt auf Nintendo-Konsolen. Aber das ein Original mochtest du von Resident Evil 4, oder? Was war ein Remake so kacke? Ich hab's nämlich auch. Wolltest du mal spielen vielleicht Tage? Das heißt, oder kacke ist halt, keine Ahnung, fehlt halt irgendwie viele Räume aus dem Original. Bin ich ein bisschen dann witzlos als Remake irgendwie, wenn so viele Stellen fehlen. Ich würde sowieso sagen, also ich habe ja letztens mal, also ich habe vor Ewigkeit mal Resi 7 und Resi 8 nachgeholt. Die waren auch schon stärker, um einiges als 4. Also Resident Evil 7, also... Ist ein schönes Spiel, voll wie dieser Gruselfaktor, was man ja will bei Resi, oder? Bin nur ich da so. Gruselig sind die jetzt alle nicht, aber ich meine, wo man in dem Haus am Anfang ist, fantastisch. Und danach, ja, bricht es ein bisschen sich zusammen. Vor allem, weil es auch nur den einen Gegner gibt. Na, es baut ja aufeinander auf. Ja, noch, willst du jetzt nochmal 4 rennen, oder? Keine Ahnung, wie ihr Zeit und Lust habt. Ich hab Zeit und Lust. Bis 16 Uhr kann ich theoretisch. Ja, dann ran da. Haben wir Zeit und Lust. Aber so lange will ich nicht. Voraus, ne? Aber jetzt meine kurze bescheidene Meinung zu Resident Evil. 7 und 8 haben die Serie komplett gerettet, sage ich. Ja. So. Ja, absolut. Davor war ja auch nichts. 8 mochte ich auch, aber 7 ist halt...
7 ist auch gut, aber ich fand die letzten geil. Zwei Drittel sind nicht so gut. Noch geiler. 8 fand ich auch noch geiler. Ja, 8 mögen viele nicht so, aber ich habe das Gefühl, es war eine spaßige Mischung. Ja, das verstehe ich gar nicht. Das war sau abwechslungsreich, ja. Ne, die schönen verschiedenen Bereiche und so. Voll geil. Ich sehe das Problem überhaupt nicht. Es hatte von allem etwas. Und Resident Evil 4 Remake habe ich auch gespielt und ich habe das Original früher auch gespielt und das fand ich auch, glaube ich, okay, aber es war für mich irgendwie nur, es ist mir zu viel Action. Ich kam überhaupt nicht klar. Ja, genau, das war auch mein Problem. Ich habe es gespielt und dachte ich mir, Gegnerwellen ohne Ende, ich bin achtmal gestorben, relativ am Anfang schon. Ich mir dachte, Alter, das kann es doch irgendwie hier nicht sein. Das macht auch keinen Spaß, ich will sowas wie 7 und 8 haben. Ja, das war auch der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt verstehe ich endlich, warum viele Leute sagen, dass sie Resident Evil 4 nicht mögen, weil das so bei generell Resident Evil ist mit den Rätseln und sowas alles gekillt hat. Und ich dachte mir, bei Resident Evil 4 ist doch der beste Teil. Aber jetzt verstehe ich, was sie meinten, jetzt, wo ich das Remake gespielt habe und davor auch die anderen neueren Resident Evils, dachte ich mir auch, ja, aber was mit kleinen Rätseleinlagen und sowas, was ist denn daraus geworden? Ja, ich will nicht einfach nur Gegnerwellen wegklatschen die ganze Zeit, das ist... Aber weißt du, welches Spiel das Ganze wirklich gut hinbekommen hat? Alan Wake 2. Das wollte ich auch die ganze Zeit mal spielen. Viele schöne Rätsel, super kreatives Set-Pieces, bisschen Live-Action. Alan Wake 2 war wirklich spaßig. Ja, das habe ich halt auch am Stück gespielt. 1 war ja auch eigentlich geil, deswegen... 1 muss ich noch spielen, jetzt wo ich Teil 2 gespielt habe, will ich 1 spielen. Habe ich damals auf einer Xbox 360 gezockt, oder? Und das war richtig geil. Das war richtig geil. Irgendwie Teil 2, da hab ich so Angst vor, ich weiß auch nicht. Warum? Aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, es sieht irgendwie so aus wie, es sieht aus wie Resident Evil 4. Deswegen. Nee, du hast dann so auch deine kleinen Dungeons quasi, wo du dann ein paar Rätsel lösen musst und sowas, auch die zwei verschiedenen Charaktere. Und generell viele Cutscenes dazwischen. Nein. Nee, ich denke, es war sehr stark. Und der ganze Plot-Twist am Ende dachte ich mir, ich glaube, ich verstehe halbwegs, was das bedeuten soll. Ja, also ich wüsste auch gar nichts mehr aus dem ersten. Nichts. Ich habe Teil 1 gespielt, ist halt. Ja, ist, glaube ich, nicht zu sehr. Ich denke nötig. Auch, die haben das Spiel niemals so gemacht haben, dass sie davon ausgehen, dass Leute Teil 1 gespielt haben. Also, nee, es ist auch irgendwie so, dass. Ich glaube, es sollen die jetzt rauskommen. Jetzt hat jemand im Stream-Chat bei mir angemerkt. Also, Zeit, wenn es nicht stimmt, der schiebt die Schuld auf die random Person. Aber irgendwie soll noch ein DLC rauskommen für Alan Wake 2, was das Ganze dann... Ich meine, Control, das war ein Spiel, das irgendwie storytechnisch auch dazu gehört. Dann soll irgendwie Max Payne noch dazu dann halbwegs gehören. Das klang sehr wild. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, es ist sehr, sehr... Sie haben ein paar wilde Dinge gemacht im Spiel. Naja, ist ja, ist okay. Ja immer... Ich hab's nicht gespielt, ich weiß es nicht. Klingt komisch. Und wir haben natürlich auch immer den einen, was ist Director oder sowas, der sich ja in die Spiele immer selber einbaut. Okay. Das ist auch eine Sache. Keine Ahnung. Ich spiele aktuell Brettspiele. Was Geiles. Ricky, genau. Deine Sache, was du mal anmerkst wie Rollenspiele als Brettspiele, dazu möchte ich mal kurz was sagen. Oh Gott. Rollenspiele basieren auf diesen Brettspielen. Ja, ich erkenne. Für mich ist das ja noch so, ich bin ja so ein Zillennial. Das ist so, als würdest du Go-Kart fahren und sagen, das ist wie in einem Rennspiel. Ja, okay. Aber ich habe halt zuerst die Videospiele gehabt und dann war es halt für mich so, ich habe mir dann auch als Kind mehr sowas WoW-mäßiges und so gespielt, bevor ich Brettspiele gespielt habe in der Art und Weise. Und jetzt fangen wir halt gerade an, irgendwie mich in ein Brettspiel zu vertiefen. Und das finde ich echt cool. Also ich feiere die richtig. Ja, finde ich auch cool, aber ich kenne niemanden dafür, also. Ich hab's sogar nicht, vielleicht sogar einmal zu streamen. Problem. Also, das einmal so ein Brettspiel zu streamen. Ja, Stream sehe ich auch nicht bei sowas. Ich habe das schon oft bei Leuten gesehen und man hat sich auch immer so ein bisschen drauf gefreut und am Ende ist es dann doch sehr ernüchternd und naja. Klappt alles nicht so richtig, doof. Auch schwer zu verstehen. Ja, das, was wir spielen, hat ja auch Tablet-Integration. Also, das könnte man sogar irgendwie auf den PC noch streamen und so. Das wäre dann vielleicht was anderes noch. Das ist ja Destiny, ist das. Das spielen wir aktuell. Da sind wir gerade an der zweiten Erweiterung, an der ersten Erweiterung schon. Aber ich weiß nicht, ich hätte auch Lust auf Pen and Paper, so mal so richtig Rollenspiel spielen und so, weißt du? Nicht so einfach wirklich komplett, so du hast so einen Game Master, da hab ich voll Bock drauf, aber irgendwie findet sich dafür niemand. Aber das Skate hast du nicht gespielt. Nee, das würde ich mir mal holen, aber gibt es das überhaupt für die PS4 oder so? Oder PC? Ja, ne? Also ich hab's auf PC gespielt. Okay, das wollte ich halt wissen.
Aber das Ding ist so, ich will es halt nicht am PC spielen, ich will das gemütlich auf dem Sofa spielen. Ja, brauchst du eine PS5. Ja, das habe ich aktuell leider nicht. Und das ist das Problem. Und mein Schwager hat sich das jetzt geholt, der findet es auch ganz geil. Auch mit dem ich immer die Brettspiele spiele und so. Aber wie gesagt, ich müsste halt mir eine PS5 mal holen. Wieder. Ich meine, ja gut, du hast, wenn du den PC nicht angeschlossen hast, aber ich habe keine Xbox und PS5 mehr an dem Punkt. Also insgesamt nicht geholt. Irgendwie, ja, das Gefühl, die Konsolenzeit ist, also aktuell habe ich das Gefühl, das ist vorbei. Das ist gelaufen zum aktuellen Zeitpunkt für mich. Ja gut, aber GTA 6, ne? Also mit GTA 6, glaube ich, kommt nicht auf PC. Hast du also nicht gespielt? Nee, ich warte, bis es auf PC kommt, das will ich noch spielen. Aber ich glaube, jetzt kann man natürlich sagen, aber wohl nicht angekündigt. Ich habe da so ein Gefühl, dass das auf dem PC kommen wird. Ja, das wird schon irgendwann kommen, aber das ist ja alt. Ja, man sieht das ja nicht mehr. So, GTA 6 wurde ja auch bisher nur für Konsolen angekündigt. Das wird auch wahrscheinlich wieder so laufen wie mit GTA 5. Ja, normal. Deswegen, das wäre auch so ein Game, wo ich sage, dass wir nicht irgendwie eine PS5 hier haben. Hab ich voll Bock drauf. Ja, und ja, weißt du, wo es die gibt, ne? Ja, und das Ding ist halt, ich sage ja auch so, wenn ich sowas spiele wie Baldur's Gate, dann will ich mir dann auch ein Spiel verlieren und so ein bisschen das erleben und so und das nicht streamen unbedingt. Und dann bin ich nicht. Ich habe meinen PC und sowas im gleichen Zimmer wie ist halt mein Wohnzimmer hier stehen. Das zur Hälfte Wohnzimmer, zur Hälfte mein Arbeitszimmer. Den PC einfach drüben am Fernseher angeschlossen zusätzlich. Ja, das ist natürlich dann richtig geil. Bei mir ist halt so, ich habe halt oben den PC und unten das Wohnzimmer, so weißt du? Das ist halt das Problem. Ja, schon ungünstig. Ja. Da habe ich ja auch nach alle Konsolen angeschlossen. PS1, PS4 und so, weißt du? Alles. Wie hast du die PS1 angeschlossen? Über einen SCART-Adapter. Oh. Am SCART-Adapter habe ich alle dran. Also da kannst du vier Konsolen anschließen. Da habe ich aktuell dran den GameCube, den N64 und die PS1. Und dann habe ich nochmal so einen HDMI-Adapter, wo zwei Ausgänge sind. Den habe ich vorher für mein anderes Studio gebraucht. Zwei Ausgänge und sechs Eingänge. So habe ich quasi Platz genug für alle Konsolen. Und kann sogar noch mehr. SCART-Management für mich persönlich natürlich ein kleiner Graus, aber es gehört dazu. Ja, das verstehe ich. Aber jetzt habe ich das angeschlossen. Ich brauche mich nur mit Fernbedienung umschalten. Ich will mir auch von meinem Vater noch meine PS2 wiederholen und die Spiele, die ich noch da habe, die auch noch wieder mit anklemmen. Und dann hätte ich noch ganz gerne tatsächlich einfach nur, ich weiß nicht warum, ich finde sie ästhetisch, die originale Xbox. Ich finde die einfach cool, diesen Klotz. Ich mag den, vom Aussehen her. Aber was hast du für eine Xbox? Ich habe gar keine Xbox. Achso, ich dachte, du hast eine da. Ich habe eine da. Ich habe tatsächlich auch eine da. Die unbenutzt. Alter, ich habe die ganz normale. Aber doch nicht die alte. Die ganz ich war alte. So überrascht, als ich das erste Mal den Controller in die Hand genommen habe. Ich konnte das gar nicht glauben. Hast du Duke? Was? Das ist ja der riesige Xbox-Controller, der Duke. Und dann gab es noch den erst, der später kam. Er ist so groß, das ist einfach absurd. Ja, yeah, der gute Duke. Das Logo auf dem Ding ist fast so groß wie ein normaler Controller. Du denkst so, hä? Oder was? Wovon gehen die aus? Ja, das ist eine Konsole aus Amerika, das ist alles ein bisschen größer, Wollo. Ja, ein bisschen ist gut. Die Konsole selber ist auch ein bisschen größer als die anderen. Ja, aber das fand ich nicht so schlimm. Aber der Controller. Nee. Den bräuchte ich auch nicht. Also. Den habe ich auch nicht da. Ich glaube nicht, dass ich mit dem jemals spielen würde. Naja, gut. Der N64 war ja auch nicht klein unbedingt, aber gut, der war handlicher wahrscheinlich. Doch! Also der ist doch. Das ist normal groß. Ja. Oh. Der N64-Controller, was? Rundes, schönes Ding. Hm? Der ist ja auch nicht Der ist nicht ungewöhnlich groß. Der ist halt... Ich meine, schon ein bisschen, weil er drei Griffe hat, aber an sich jetzt nicht wirklich. Der dritte Griff ist natürlich ein bisschen... Das werde ich auch nicht verstehen, wie man drei Griffe machen konnte. Junge, es ist doch, voll sinnig. Ich find das gar nicht dumm, wenn du ein Spiel hast, das mit... Steuerkreuz gespielt wird, was es so auf der N64 eigentlich nicht gab, am Ende des Tages. Vielleicht 1-2 oder so, aber... Das ist schade, weil das N64-Steuerkreuz war richtig gut. Das ist ein gutes Steuerkreuz. Ich habe eine Zeit lang sogar für einen PC genutzt, um da irgendwie SMB zu spielen. Ja. Benji's kann jedem. Das Ding ist auf jeden Fall, wo ich sage ganz klar, ich bin ja sowieso dafür hasst mich Follow ja auch. Ich kann keine Spiele mit Steuerkreuz spielen, nicht mal 2D-Spiele. Kann ich nicht. Hasse ich. Das ist halt dumm. Ich glaube, hast du mal ein richtiges Steuerkreuz und nur so GameCube oder Xbox-Controller-Zeug? GameCube, Xbox oder jetzt halt die Switch-Controller, ne? Ach, so gut, der Six-Button-Mega-Drive-Controller, da sieht die Welt auch schon anders aus.
Ja, geil. Ey, ich find's halt immer komisch, wenn Leute 2D-Jump'n'Runs mir erzählen wollen, die kann man besser mit einem Analogstick spielen, als mit einem Steuerkreuz. Ja, besser nicht. Ich hab sie ja auch wohl, früher so gespielt, aber dann, ja, ich hatte halt auch nie einen Control mit einem richtigen Steuerkreuz. Nee, ich auch nicht. Ja. Hast du nicht sogar einen NES-Controller-Wollo? Hast du einen Super Nintendo-Controller-Wollo? Hast du einen? Stark. Denkbar, ne? Nein, aber... Wo wird vor einer sein? Nein, ich meine... Ja, ich habe alle Controller. Ich habe die Switch, meine ich jetzt. Die gibt's doch, diesen kostet doch kaum. Oh, die sind so teuer. Ja, sowas habe ich nicht. Sag mal, wie oft muss ich noch sagen, dass ich arm bin, Digga? Was ist denn los? Ich habe den N64-Controller. Ich Controller habe. Ich habe den N64-Controller. Das macht auch die... gerne, ne? Das macht auch so viel aus, ne? Das macht so gut alles. Ich liebe es. Ich hätte den auch voll gerne, aber... Naja. Naja. Ne, leben wir damit, wie es ist. Aber der beste Controller ist sowieso der GameCube-Controller. Kann auch nichts mithalten. Punkt. Oh Gott. Danke. Danke. Ich bedanke mich. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich dafür, da weiß auch jeder Bescheid. Weil ich sie gerade sehe von Fully, wie fandet ihr Sonic Riders? Ich hab's nie gespielt. Ist das für Kinect? Es gab einen Kinect-Teil. Es gab einen Kinect-Teil, aber es ist das, wo du... Ey, den hatte ich, den Kinect-Teil. Auf diesen Skateboarden so fährst und so. Auf diesen ja, ja. Aber das war mit Kinect, also zumindest in der Version, in der ich das kenne. Ne? Da stellt man sich da so hin, geht so ein bisschen in die Knie und dann funktioniert gar nichts. Das ist ziemlich toll gewesen. Das war soweit auch meine Kinect-Erfahrung. Kinect-Release-Tag, da habe ich mir Dance Central, Kinect Sports und das Sonic-Spiel gekauft. Ja, und das war... ganz, ganz toll war das, wirklich. Großartig. Das Einzige, was ich mal hatte, war für iToy. Das war alles. Das hatte ich leider nie. Kinect ist halt nicht so viel besser, wie man meinen würde. Man würde meinen, dass Kinect viel fortschrittlicher und viel besser als iToy ist, aber irgendwie nicht so richtig. Ein großes Problem war auch, wie viel Platz man dafür braucht. Ja, du brauchst so viel Platz dafür. Ich habe es mal im Stream gemacht. Kinderzimmer ging das nicht. Heutzutage hätte ich nicht mehr den Platz hier mit dem ganzen Setup, wo ich das überhaupt noch machen könnte. Es hat auch trotzdem alles auch nicht richtig funktioniert. Es war halt einfach nur wieder wie iToys. iToy mit ein paar extra Schritten. Ja, aber iToy habe ich früher auch tatsächlich nur genutzt. Wir haben immer mit einem Kollegen, ich weiß nicht warum, richtig, richtig cringe. Haben wir so kannst du ja auch aufnehmen machen und so, ich glaube 10-minütige Videos oder so machen. Da haben wir halt so eigene Shows gemacht, haben die dann immer seinen Eltern gezeigt und so. Oh, ja gut, ihr wart ja wahrscheinlich auch 6 Jahre alt. Ja, da waren wir auch 6, 7 oder so. Also hat die Lord aber noch ein Challenge aufgenommen mit Ricky. Ja, lass mich in Ruhe. Vielleicht. Das eine Video ist immer noch online, ne? Das habe ich immer noch nicht gelöscht. Das ist immer noch ein Relikt aus alter Zeit. Was ich krass finde, ich habe ja letzten Mal ein bisschen was mit Tesi gemacht und so, die war ja auch in der Bubble so ein bisschen drin, ne? Nee, komm, wir reden nicht. Lassen wir das. Nee, lassen wir. Aber auf jeden Fall, das ist so meine iToy-Erfahrung. Das ist so ein bisschen dieses. Und halt diese ganzen Spiele und halt auch. Na gut, war auch eng, ne? Wir waren ja im Wohnwagen und so, das war nicht immer so viel Platz. Unbedingt da jetzt irgendwie iToy zu spielen. Ja gut, das geht ja auch gar nicht eigentlich. Kinect wäre gar nicht möglich gewesen. Kinect ist bei vielen Leuten gar nicht möglich. Muss man dazu fairerweise sagen. Aber sowas gibt's gar nicht mehr jetzt für die erste, also für die neue, ne? Oder? Der hat sich nicht durchgesetzt, man kann es gar nicht glauben, ne? Verrückt. Bei der One wollten sie es ja nochmal richtig durchdrücken. Das war so dumm. Und man musste es anschließen. Ja, stimmt. Ja, und danach so haben wir dann gemerkt, so, irgendwie mögen die Leute das gar nicht. Komisch. Verrückt. Bei Nintendo, die haben noch ihr komisches Labo-Zeug gemacht und stimmt, das beste Kinderspielzeug überhaupt, haben mir Leute damals in den Kommentaren erzählt. Also, das habe ich ja komplett verdrängt. Labo hatte ich auch nie. Da können die Kinder so viel lernen. Hat mal jemand dieses komische Game Maker von Nintendo irgendwie bisschen gespielt? Ich glaube, ich habe mal ein kurzes Video dazu gesehen von jemandem, der gesagt hat, oh, das brauche ich ein Spiel nach. Da habe ich gesehen und ich dachte mir, ja, das ist jetzt für 2 Paint-Figuren, die sich bewegen, das ist ja super. Davon habe ich auch irgendwie danach nie was gehört und so. Ich also habe nicht mal mitbekommen, dass es rauskam. Kann sich nicht durchgesetzt haben. Nee, der hat keinen Sau interessiert. Die Scheiße.
Nicht mal Mario Maker 2 hat wirklich Leute interessiert nachher. Das ist immer noch ein Skandal. Das ist ein Skandal, wirklich. Das habe ich bis heute auch nicht begriffen, wie das sein kann. Ja, das fand ich auch komisch, weil man würde eigentlich meinen, dass auf der Switch so groß werden würde und sich so viel verkauft, aber irgendwie... Mit einer viel größeren Basis, ne? Sollte und auch viel mehr Möglichkeiten als Teil 1. Gehen, ja. Interessiert einfach keinen Menschen mehr. Ja, wieso richtig? Ich glaube, Leute waren auch einfach satt, so. Warst du noch eine Runde oder was jetzt? Achso, war keine Runde mehr? Wo müssen wir nicht? Ich würde jetzt in eine Minuten. Mario Party reinsteigen wollen. Ja, dann eine Mario Party. Ach, jetzt ist schon 12. Hatten wir auch gesagt. Wir langsam Zeit. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Riegel und Wolle vorbei oder was auch immer. Laden wieder auf YouTube Sachen hoch. Genau. Ja. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.